Es wird endlich wieder Zeit, euch ein flinkes Update meinerseits zu bescheren. Was ist passiert? Was wird noch passieren? Und wird sich Dreamfall jemals aus dem Zustand der Stille befreien können? Letzteres kann ich hierdurch auf jeden Fall bejahen. In der kommenden Woche wird Zoe die vorerst längste Reise ihres Lebens zu Ende führen. Doch bevor ich meine Zeit den darauf folgenden Chapters widme, werde ich mein anschließendes Augenmerk einzig und allein auf Draugen richten. Vor allem, um die aufkeimende Dynamik der Geschichte aufrechtzuerhalten. Denn ein dazwischen geschobenes Projekt würde das Spielerleben eher ausbremsen. Und dies würde Draugen meines Erachtens nicht gerecht. Doch was hat dies letztlich mit dieser wundersamen Flasche auf sich, die gerade ein wohliges Bad genießt? Und weiß dieser seltsame Primat hier die Gesetzmäßigkeiten des Bruttosozialproduktes zu würdigen? Auch diese Fragen werden alsbald beantwortet. Es hilft ihm nur, beharrlich darauf zu warten. Dies gilt auch für meine Wenigkeit. Demnach freue ich mich erneut auf alles Kommende. Also, auf ganz bald und lass die Sonne rein. Miss Gettiness lässt grüßen. Bye bye.